kann ich sie sogar in die... Ja, perfekt. Mein Gott. Dann war das einfach nur ein Fehler. Ja, denn... Bright Sense, würde ich sagen, ne? Die Easy-Karte. Mach, was du willst. Ich bin bei allem dabei. Sterben tue ich egal wo. Ach, so ein Quatsch. Na dann, bereit machen. Du bist doch eine Legende. Eine legende Henne, ja, ja. Ja. Ich finde es immer lustig, diese diese, ah, ja, diese Wortspielchen. Bei uns in der Firma, wenn wir eine Echse erzeugen, sagen wir auch manchmal Erzeugen. Eugen ist ja, Eugen ja, ist ja ein Name. Ja. So, wo sind wir denn? Oh, im Wissenschaftscampus. Wo ist schon wieder die Karte? M. M? Ah ja. Hä? Hat vorhin nicht funktioniert bei mir. Ja, die geht ja auch erst... entweder geht die erst, wenn du ausgestiegen bist, oder mit einem Bug, wenn du während du runterfällst, schnell doppelt G drückst. Dann kannst du die Karte schon vorher öffnen, aber das ist ein Bug. Ah, das hast du genutzt. Ja. Dass du gucken konntest. Genau. So. Und ich hab's jetzt ausgerüstet, ne? Ich habe jetzt Verbesserungen rangepackt, extra für dich. Aber perfekt, nur vier oder so Stück. Oh, fünf. Rechts von uns, Spieler. Geht aber schnell. Ja, ich höre. Oh, ganz weit rechts. Wir rennen an uns vorbei. Komm, den handen wir direkt. Down. Sehr gut! Muss ich heilen? Wann startet das Spiel? Geil, direkt rasiert, Leute. Sehe keinen sonst. Ich höre auch nichts. Warte mal, ich muss erst. Oh, ich muss mein Chatty reinmachen. So. Jetzt hätte ich eigentlich ein großes Map nehmen sollen. Oh, der wollte bestimmt gerade rausrennen. Warum ist er voll? Ja, voll mit Munition. Nee, der wollte uns handen. Komm, ich nehme nochmal ein Stack mit. Hier, da ist noch ein 5er grünes Medpin mit dabei. Oha! Du Kacke. Ne, oh, ja. Garantie, eine 31.000er Waffe. Ja, und sie hat blaue Rüstung an. Komplett. Ja, dann... Krass. Ich nehme die Rüstung. Tschüss. Ich nehme den Rucksack auf jeden Fall mit. Was hast du für einen Helm? Weiß Helm, oder? Helm? Ich habe alles grau. Hier. Also alles weiß, ja. Dann nimm du meinen alten. Und die schmeiß ich ganz weg, die braucht keiner. Dankeschön. Wie kann ich was abwerfen? Ich weiß nicht. Rausziehen. Ah ja, genau. Direkt rasiert. Tonnenweise Munition. Ja, nimm dich, ja, oder nimm mit, was du kannst, aber später rausschmeißen. Munition wirst du irgendwann weg. Ach so, soll ich alles mitnehmen, was geht? Ja, nicht zwingend. Also ich habe jetzt zwei volle Stacks von der Muni mit dabei. Ja. Ja, ich bin voll. Also ich habe keine Ahnung, 2000 Schuss dabei oder so. Ja, das, also ich habe 500, das werde ich niemals leer schießen können. Na, die eine Waffe hier, die ich habe, die braucht richtig viel Munition, deswegen bin ich froh, dass ich genug habe. Okay. Hast du jetzt kann ich jetzt? Wie bitte? Hast du jetzt die Garantie oder was? Ja. Geil. Wie ist das? Kann ich jetzt hier was umbauen? Also kann ich das Visier abnehmen? Ja, klar. Ich finde das scheiße. I drücken und mittlere Maustaste drauf. Das geht, okay. Kannst du jederzeit machen. Ja. Weil das ist so ein größeres Visier. Wenn du es haben willst, kannst du es haben. Ich habe es auf den Boden geschmissen. Ja. Visiere nehme ich. Achso, graue Zweifachvisier. Ja, habe ich ja gerade sogar auf der Waffe drauf. Das mag ich nicht. Damit treffe ich nichts. Ja, mit der Manticore kannst du halt gut aus der Hüfte schießen, aber du hast halt mehr Range-Kampf eigentlich. Das war jetzt schon wieder eine Ausnahme. Dass der direkt einen Meter vor uns stand. Krass, das ist keine... Warte mal, ich guck mal ganz kurz in meine Soundeinstellung rein. Sieklautstärke, okay. Hier sind Viecher. Ja, das ist gut. Wie war das V, ne? Ja. V für Nahkampf meinst du, oder was? Ja. Oh ja, stimmt. Ich habe ja das legendäre Messer. Cool. Das legende Messer? Das legende Messer. Oh, was?
Einfach vorbeigesch... Das passiert oft, dass du vorbeischlägst. Sorry. Warte mal, hier hinten ist, hier ist eine Kiste. Zum Glück habe ich noch die Spots im Kopf. Rauchgranate und Audio. Es gibt echt keine. Krass. Ich lasse die aber drin, brauche ich nicht. Hab eine dabei. Nee, das sorry war. Ich wollte es so aussehen lassen, als hättest du mein Skill beleidigt. Als würde ich immer oft vorbeihauen. Hinten. Nö. Ist der hinten Stechstein schon gelootet? Oh, hier. Granaten. Oha. Tatsächlich. Ja. Wie war das eh gedrückt halt, ne? Ja, perfekt. So, ist der Hidden Stash hier gelootet? Was ist eh gedrückt halten? Da kannst du deine Supplies auswählen. Für Schritte. Aber das ist Medizin, oder? Für Schritte westlich. Achso, ist das Monster, ne? Da sind noch die Granaten mit aufgelistet. Klingt nach Spieler. Ich mache das mal das 4 weg. Es läuft einfach zu dir, Alter. Ich krieg das Kotzen. Links gedrückt halten, ne? Links gedrückt halten ist was? Dann lädst du deine Waffe auf und dann machst du die One-Hit. Ach so. Okay, danke. Ne, da rennt ein Spieler, glaube ich, oder? Ich höre irgendwas, ja. Ich höre aber auch noch ein Vieh. Ich habe nicht mehr so die Sense für das Game. Da ist noch so ein Vieh. Ja, da ist ein Vieh. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann... Jetzt noch mit den Meteoren ist Game Over. Ich mache mal das Vieh noch schnell weg hier. Okay. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Bruder immer die Mission gemacht, aufgehe die ganze Zeit. Ja, das macht man ja eigentlich auch. Ich habe ja auch immer nur die Mission gemacht. Aber ich habe hier auf der Karte fast gar nichts mehr. Ich bin hier eigentlich komplett durch. Da ist immer mal wieder so eine kleine Missy. Ja, dann lass doch mal gucken. Dann gehen wir über das Wasserlabor und dann oben raus. Dann können wir mal gucken. Hast du irgendeine Mission, die wir machen können hier? Ich bräuchte Kupferdraht, müsste ich noch sammeln. Also wir können sonst auf Spielerjagd gehen. Wir müssen hier nicht mehr Messi machen. Ja, oder das? Ich muss theoretisch auch mit einem Sturmgewehr zwei Prospektoren killen. Anscheinend hast du den gerade bekommen, den finalen Kill. Kann sein, ja. So. Weil es bringt mir ja nichts, ne? In 14 Tagen ist alles wieder weg, also. Ja, aber... Achso, du hast keinen Battle Pass, ne? Nee, ich gebe kein Geld aus. Ah ja. Ja, ich habe kein Geld mehr, das ist vorbei. Ja, okay, bei dem Spiel war es aber so, du bezahlst ja nur einmal Battle Pass. Danach kannst du ja immer wieder kostenlos Battle Pass machen. Weil du kriegst... Was? Wirklich? Ja, weil der Battle Pass kostet 1000 Punkte und in dem Battle Pass bekommst du auch die Punkte und insgesamt 1400 oder so. Also wenn du das nicht für andere Sachen ausgibst... Ach so, ja, dann musst du das aber immer machen. Immer bis zum Schluss. Also ich habe die Punkte schon rein, ich bin nicht am Ende. Ah, okay. Ich glaub, aber du musst Battle Pass spielen, um die Punkte wieder zu bekommen. Ja, genau. Ich habe ungefähr eine Woche gespielt oder so und dann hatte ich die Punkte zusammen. Ja, nee, da ich keine Leute dafür hatte und wir auch kein Interesse hatte, da weiterzumachen, hab ich da nichts reingegeben. Oh, er läuft auf diesen Stein rum! Auf welchem Stein? Du bist hier auf... Komm mal her. Hier ist so Geröll und das ist unglaublich laut. Da hören dich die Gegner extrem weit. Selbst wenn du dich nicht bewegst und nur links-rechts drehst. Also hier in dem Spiel ist es eigentlich schlecht, an Wänden lang zu schleichen, weil die da immer diese Geröll-Scheiße hingelegt haben. Hier war auch ein Spieler. Das war doch der von vorhin, wo wir getötet haben. Wissen wir nicht. Wie war das denn eigentlich nochmal? Ich suche gerade nach der Flagge, wie man die aufstellen kann. Ja, ich auch. Weiß ich nicht mehr. Ne, keine Ahnung.
Gott, ich habe auf Ducken, habe ich auf C. Oh mein Gott. Eieieiei. Hab gerade nochmal nachkontrolliert, ob es bei mir auf Steuerung ist. Hast du das? Nö. Hat da oben gerade jemand was geöffnet? Ich habe voll die Paranoia, Alter. Ich höre überall irgendwas. Hm. Ja, ich habe hinter uns auch einen Schatten gesehen, aber ich glaube, es ist kein Spieler gewesen. Es ist irgendein Vieh gewesen. Hm. Ich gehe schnell in Deckung und ändere schnell die Steuerung. Ich loote so lange. Tastenbelegung. Da, ducken. C. Gott, weg damit. Scheiße. Ist ein Vieh um der Ecke irgendwo? Ah ne, das ist ein... Oh, die brauche ich. Zack. 3 von 5. Was wiegen die denn? Die waren doch schwer. Oh, ja. Und bin fertig. Alles klar. So, wie laufen wir denn? Ne, komm mit, wir gehen hier hinten durchs Wasser. Oh, Spieler vor uns. Und dieser Rückstoß, Digga. Start nach und handel den. Wo ist der Dude hin? Wo ist der Dude hin? Ah, es ist so scheiße neblig. Ist er da unten? Ne. Ah, fuck. Der hat gut geschluckt. Ich habe rechts was gehört. 165 Grad. Ja, hier unten sind Viecher. Ja, ich glaube, der ist über alle Berge. Ja, das war ein Viecher hier. Ja, ja. Nee, der ist weg. Keine Ahnung. Schleich mal ein bisschen. Ich glaube, der wird gerade über die halbe Karte um sein Leben rennen. Ja, pass auf, dass er nicht einen Sniper hat, ne? Ja, da bin ich zuerst weg und dann holst du den. Wenn du meinst. So krass, überall hört man was, aber nix ist da. Ja. Kann auch sein, dass er sich... Wo bist du? Vielleicht steht er einfach irgendwo und ja, versteckt hier, sich. Ja, hier an der Felswand oder so. Das wäre natürlich voll der krasse Move, du. Hab ich auch schon gemacht. Achso. Einfach irgendwo in der Ecke gestellt oder hinter einem Baum und die Typen haben mich nie gefunden. Ah, lass weitergehen. Ich glaube, der ist hier runter und... Ah, da können wir eigentlich auch hin. Durch die... Ja. Wollen wir jetzt erstmal orientieren? Ach,
hier sind wir? Scheiße, dann müssen wir hier noch... Ja, komm, wir gehen weiter. Yay, na geil. Schießen sie, aber weit weg, weit, weit weg. Oh, bist du gerade gesprungen? Ja. Okay. Boah, das ist von der Geräuschkulisse her, als würde ich ein fremdes Spiel spielen gerade. Es ist krass, wie man so nach 60 Tagen die Sense für das Game verliert, ne? Aber so lange nicht gespielt und gar keine Sense mehr. Machst du Tür zu hinter dir? Mach ich. So, hier wurde anscheinend noch nicht gelootet. Okay, sonst gibt's hier oben nichts. Fusionsbatterien hier. Geil. Willst du gar nichts, ne? Nee, ich loote nicht. Okay. Für mich macht das keinen Sinn mehr. Dafür spiele ich das Spiel viel zu wenig für die paar Tage noch. Naja, gut. Bisschen gegen Spieler fighten ist auf jeden Fall cool. Ja. Nichts erreichen im Spiel. Oh. So, lass mal das Vieh da vor uns wegmachen. Okay, ich bin ready. So, Lil Morgan, moinzen. Nee, wir haben das. Ich habe das damals zum Release 2 Wochen lang gespielt. Und danach nie wieder. Wir spielen das jetzt seit keine Ahnung wie lange mal wieder. Ich bin hier auf der Karte, auf der ersten, eigentlich so weit wie durch. Mit allen Aufgaben. Es kommt immer mal wieder so eine Aufgabe, die man auch hier machen kann. Ich bin eigentlich schon auf der zweiten Karte. Aber tendenziell... habe ich noch sehr viele Aufgaben auf der zweiten Karte. Oh, Medikit voraus. Süden. Mhm. Oh, ich bin voll. Sind bestimmt eh bloß Drogen drin. Also ich bin theoretisch randvoll. Spielst du denn noch aktiv Lil Morgan? Also ich weiß, wenn ich auf E drauf bleibe, dann kann ich auswählen, was für Medizin ich mir reinhauen will. Aber wie kann ich Medizin auswählen, also aktivieren? E kurz drücken. E kurz drücken. Ah, dann nehme ich es in die Hand. Okay. Genau. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Warum? Man überlebt ja auch den Sturm draußen, also ist ja kein Problem. Ja, aber das ist schon ein bisschen complicated. Also, ich fühle mich jetzt gerade nicht in der Lage, nachdem ich hier nach 60 Tagen Pause wieder neu anfange, den Sturm zu überleben. Und mit dem Messer bist du schneller, ne? Ja. Ja, prinzipiell mit allen kleinen Waffen. Auch mit Pistole bist du genauso schnell. Aber auch angreifbarer. So, 900 Stunden würde ich sagen. Ja, hoha. Ja, du bist ja eine kleine Legende. So, ich würde eigentlich gerne ins Wasserlabor noch kommen. Ja, das ist direkt vor uns, das schaffen wir. Ja, ich lass mal durch. Tschüss. Hier durch, ja. Wo bin ich? Da bin ich, genau, vor uns. Ich würde sagen, wir gehen von unten rein. Oder wir
Gar keine Ausdauer mehr. Ja komm, ich wechsle auch mal zum Nahkampf. Ich hole mal ganz kurz Ausdauer. So, na dann, da oben rein, würde ich sagen. Was sind das da oben? Oben rein, okay. Da war auf jeden Fall ein Spieler. Aber lass mal hier, direkt hier rechts, links in das reingehen. Rechts. Hä? Achso, ich wollte direkt hier in den Waffenraum oben, das andere Haus rein. Toll, jetzt sind wir nicht in der Waffenkammer. Hä? Ja, links in dem Eingang wäre die Waffenkammer gewesen. Ach so. Na dann. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Aber ich muss mich ganz kurz hochheilen. Der Blitz, der saß. Das hätte uns doch gekillt, wenn wir da rüber gegangen wären. Hä, war doch direkt dran. Such das selbe Weg. Ich habe bei dir nichts gesehen. wo ist das Licht? Oh. Hier ist ein Spieler. Oder? Hast du gerade in Game gesprochen? Das war ich, ja. Ach so, L. Falsche Taste gedrückt. Mit L. Oh Gott. Das ist ja richtig schlecht, das Licht. So. Gucken, ob hier Spieler gerade den Sturm ausharren. Hier ist halt nichts gelootet, Alter. Was ist los? Ist halt gar nichts gelootet. Sag mal, Lil Morgan, wie sieht denn das aus? Kann man jetzt keine Granaten mehr kaufen? Kann man die jetzt so noch in-game finden? Also HE-Granaten? Ah, brauche ich eigentlich auch, ne? So, benutzt. Sehr gut. Und weg. Perfekt. So, dann lass mal oben auf den Balkon gehen. Granaten kann man nicht mehr kaufen, nur noch craften oder finden. Ah ja, okay. Krass, krass. Aber es gibt noch die Gasgranaten. Ja, genau, das habe ich gesehen. Habe mich gerade gewundert, habe ich sämtliche Shops abge... Oh, hier war schon jemand drin, ne? Hier hat jemand das Medikit aufgemacht. Egal, ich bin sowas von randvoll. Wir können auf jeden Fall auch gleich raus. Haben wir ja anderthalb Spieler weggemacht. So, warte mal, hier kann es sein, dass hier eventuell einer ist. Ist das dunkel, Digga. Wobei hier auch wieder nicht gelootet wurde. Es war bloß hier eine Medikiste, die gelootet war. Krass, krass. So, warte mal. Hier kann Geld liegen. Nee. So, jetzt gehe ich nach oben auf den Balkon gucken. In die Waffenkiste. Hey, wie ist deine MMR so? Buh, keine Ahnung, schlecht. Natürlich, der Balkon ist natürlich offen. Ja, Kiste wurde gelootet. Wahrscheinlich schlecht. Ich spiele das seit 60 Tagen wieder zum ersten Mal. Anima. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt noch nicht mal ad hoc sagen, wo man das nachgucken kann. Wir können uns das gleich mal angucken, was meine MMR ist, wenn du mir sagen kannst, wo das steht. Ja, ich würde sagen, wir gehen raus, oder? Und dann machen wir noch eine letzte Runde für heute. Alles klar. Ja, ich kann einfach nicht so lange machen, aber wir können gerne noch eine Runde machen, ja. Wie, du kannst nicht so lange machen? Ich kann heute nicht so lange, ich muss morgen arbeiten. Ach so, ja, ich ja auch, von daher. Ja, machen wir gleich noch eine schnelle Runde, gehen wir rein, rennen direkt zum nächsten Ausgang, gucken, dass wir da noch ein, zwei Spieler wegkriegen.
Weißt du? Keine Lootrunde oder sowas, sondern einfach nur durchrennen und gucken, dass wir hier irgendjemanden wegreißen. Du, ich unterstütze dich einfach. Du kannst das planen, wie du möchtest. Okay, dann hauen wir jetzt hier erstmal ab und dann machen wir noch eine letzte Runde. Unterstützung pur kriegst du von mir. Geil, Muskelmasse pur. Oh, hier der geheime Tunnel da. Die Horse Cave. Nicht, dass hier jemand rausgesprungen kommt. Auch ein gutes Versteck für über Nacht. Ach, scheiß drauf. Ich kann einfach gar nichts tragen. Also ein grauer Rucksack ist schon belastend. Das Ding ist, ich gehe auch immer mit der Motivation... Oh, oh, fuck, fuck, ich hab auszusehen, scheiße. Jetzt bin ich erschrocken und bin von WASD auf ESDF gewechselt. Schwierig. Ich hab ihn noch gehört, hab ihn gesehen, dann hat er geschossen, ich bin erschrocken. Scheiße! Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Mach ihn weg! Alter, komplett auf der Tastatur verrutscht, Alter. Ich konnte nichts mehr machen. Der hat komplett overpowered, der Waffe. Ich war mit zwei Schuss weg. Ja, der hat die Phaser, oder wie die hieß. Lancer, Phaser? Irgendwie so ähnlich. Ach, Mann. Einfach erschrocken und komplett verzogen. Wild. Na, kann man mal zwischendurch machen. So, jetzt seht auch mal schlechte Equip. So, jetzt sind wir gerade mit Kack-Equip rein. Jetzt gehe ich nochmal eine Runde mit guten Equip rein. Nehme ich die Evocate mit. Ich habe eigentlich Bock auf PK. Pass auf, ich nehme hier einmal die Warte mal, habe ich die nicht einmal in gut? Schon mit Mods? Ne? Ne. Nicht? Oha. Schwierig. Na gut, pass auf. Dann nehmen wir einmal die mit und dann würde ich jetzt noch ein... Was soll ich einfach... Na, die ist scheiße. Ich habe die übrigens auch, mit der wir gerade getötet wurden. Die Phasic Lancer. Spiel ich mit der einfach? Wobei die PKR Mealstorm ist schon nice, ne? Köpfe sind, by the way, Sell-Items. Haben keinen Nutzen außer Geld. Jaja. Ich sammel die trotzdem. So. Ja, du, wie gesagt, ich habe die alle mal gesammelt und dann, ja, kann ich alle mal verkaufen. Irgendwann mal. Wenn ich Bock habe. Ich habe hier sowieso messy verhalten. Ich bin entsetzt. Oh, Gepäck habe ich noch. Ja, komm, grau. Wir gehen ja eh rein, um zu kämpfen, würde ich sagen, ne? Also ich brauche kein Loot, ja. Wir kämpfen, ja. So, pass auf. Fetz. Ja, noch lange nicht. Gib mir noch 5 Minuten. Nein, ich brauche auch noch Vorbereitungszeit. Achso, sehr gut. Wichtig. Schrotflinte, Leuchtpunkt, schwerer, Schrotflinte, Schnellabzugschaft, taktischer, keine Ahnung, was ich jetzt schon alles hab, warte mal, gucken wir mal. Die haben aber auch die Icons alle ein bisschen angepasst. Wie meinst du? Ja, so die ganzen Upgrade-Items habe ich leicht anders in Erinnerung. Also hier zum Beispiel dieses zusätzliche Symbol kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das gab es, glaube ich, am Anfang der Season noch nicht. Okay. Ich würde sagen. Ich
würde sagen, haben die alles angepasst. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe das schon sehr intensiv gespielt am Anfang, die ersten zwei Wochen. Ich habe halt wirklich von früh bis abend das gezockt. Ich glaube, der Meinung zu sein, dass das neu ist. So, ich nehme jetzt noch ein Scharfschützengewehr mit. Das war jetzt sehr unlucky. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich habe den gehört. Na, das ärgert mich. Den hätte man noch töten können. Dann gucke ich hoch, sehe ihn auch direkt und krieg nichts gebacken, ey. Was haben wir hier? Was ist das? Durchschlagskraft von Geschossen. Oh, perfekt, Alter. Meine Sniper ist ja eine Legende, Alter. So, wenn ich jetzt sterbe, beiße ich mir in den Arsch. Nur so nebenbei. Ist das jetzt das Leuchtpunkt? Nee, alles, ne? Klar. Zweifach Visier. Andere Griff. So, der hintere Griff fehlt mir noch. Und Munition. Was ist da los? Oh, Kai Ling, danke für den Raid. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Was habt ihr gemacht? Ihr kommt aber definitiv nicht von The Cycle, ne? Ihr kommt ja jetzt diesmal nicht von The Cycle. Das ist einfach bloß so ein ehrenvoller Re-Raid. Geil, Digga. Raid! Rambo Slate Zombie! Willkommen! So, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen sputen. Was brauche ich hier? Keine Ahnung, ich kaufe einfach irgendwas. Schrotflintenmuni. So, guten Abend und gute Nacht. Dann guten Abend und schlaf gut. Bleib gesund und träum was Schönes. Ich habe Dingum gesuchtet. Was auch sonst. Dann war es einfach bloß ein ehrenvoller Re-Raid. Voll geil. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Jetzt hast du die Dinkum-Leute hier bei The Cycle abgeliefert. Oh mein Gott. Ja, eigentlich war sogar entweder Star-Citizen durchziehen oder Dinkum geplant. Aber irgendwie haben wir jetzt uns spontan hierfür entschieden. Ara denkt sich nur, warum? Warum machen wir das? So, warte mal. Jetzt müsste ich eigentlich bis auf Heal alles haben. So, genau. Munition. Zack, zack, zack. So, Munition habe ich an sich. Das habe ich, das habe ich. Jetzt fehlen mir nur noch Heal, dann bin ich ready. Dann können wir ein paar Leute wegklatschen. Ich habe Heal, Munition und eine Waffe. Also. Ja. So, ich habe. Und wie weit bist du in Dinkum gekommen? Oh, wir arbeiten ja. Kobrex, danke für dein Follow. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben tatsächlich bei Dinkum gestern probiert, wieder am Tracker zu arbeiten, dass wir den bekommen. Das Farming ist ja so ehrenlos. Das ist sauteuer und du kriegst ja so wenig Level-Ups, bis du da mal Lizenzen freischaltest, ist die Hölle. Es ist einfach die Hölle. Aber naja. Muss man durch, ne? Wie sieht's morgen aus? Ein bisschen länger Dinkum? Also ich würde morgen wieder Terrorbane spielen, dann können wir eigentlich mal Dinkum spielen, so drei Stunden lang oder so. So, random, was? Rambo Slays Zombie, I don't speak German, but nice to meet ya. Ja, then speak in English, my friend. Welcome. How are you? You're, visitor? Was heißt? You're a viewer von, Kai Ling? You like Dinkum? Do you like The Cycle Frontier? So, warte mal, wie ging das hier? Auf nach Fortuna. Du bist ready? Ja, ich kann ready drücken. Perfekt. Zack, zack. Ich versichere noch meine Sachen. So, und los geht's. Geil. Cool, 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 cool. Bereit machen. Es geht los. Drückt uns die Daumen. Wenn ich jetzt verliere, Leute, verliere ich. Ich verliere kein krasses Zeug, aber ich verliere schon für meinen Standard relativ gute Sachen. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wir müssen jetzt Spieler wegrotzen. Ja, um die Uhrzeit wird es bei mir dünn anläuten. Hä, du? Ich habe gestern mal ausnahmsweise wieder 30, 40 Leute gehabt bei Star Citizen. Die sind bei Dinkum gucken halt nicht so viele Leute zu. Die sind dann halt auch wieder weg. Hier in dem Game habe ich jetzt keine wirkliche Community, deswegen guckt da auch kaum einer zu, von daher. Aber ich spiele, was ich spielen möchte, deswegen Zuschauer dürfen eigentlich immer
interessieren. Alles klar. Achso, hier. Warte mal, ich mach mal ganz kurz Werbung. Ich muss ganz kurz... Ihr müsst mich da supporten, Leute. Pass mal auf. Geht gleich los. Pass mal auf mich auf, Fahrer. Ich ruf schon mal die Spieler. Und zwar, Serra TFK angeschaut. Ne? Gerne mal vorbeigucken. Ich habe heute mein erstes Nicht-React-Video hochgeladen und Nicht-Let's-Play-Video. Das ist mal was ganz Neues. Ich und Adirin testen Produkte. Scharfe Produkte. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken und Liebe da lassen. Und positive oder negative Kritik ist auch erwünscht. Ich will wissen, was sie falsch machen. So, na dann, wo geht's denn raus? Ja gut, ich würde sagen, wir gehen aber drüben Felstümpel raus, ne? Grabungsstätte ist jetzt zu nah. Ach, hier hätten wir das gute Licht gehabt. Ach, ich hab's doch gewusst. Was, gutes Licht? Ja, wenn du auf Q drauf bleibst, kannst du die Taschenlampe vornehmen. Ach, das macht doch keiner. Immer mit der Waffe. Es ist besser, aber du hast keine Waffen an. Ja, trotzdem. Mit dem anderen siehst du ja nichts mit dem L. Ja, das, na doch, ich sehe da alles. Das andere ist ja, weiß ich nicht. Ist zwar heller, aber du bist halt komplett aufgeschmissen, wenn Gegner kommen. Musst du erst wechseln. Nee, erst mal in Deckung springen. Yes, you can kill an orc. You need to be a follower. Then you can type spawn in the chat. But you need channel points. Every minute you get 10 channel points. Or someone will share you channel points. That's possible, my friend. That's possible. Ah, I see. Fami already shared you some channel points. Thank you for your follow, my friend. Thanks a lot. Thanks a lot. Da hinten kommen welche runter. Wir wollen das Spieler killen, ne? Dann lass mal da in die Richtung gehen. Das ist das Coole, ja? Jetzt kommst du halt. Hinter uns kommen auch welche runter. Überall, überall. Wir sind nun Single, Digga. Eieieiei, caramba. Jetzt bin ich mir unsicher. Wenn wir jetzt schießen, kommen die anderen auch, ne? Das ist immer geil. Hey, lass die mal jagen. Mit einem kommen sie überall runter. Support. Halt die Klappe! Don't speak! Wie war denn das? Alt draufbleiben. Need help now. So, gucken wir mal. Oh. Ja, hier stehen wir aber auch scheiße. Du sagst es. Also ein Sniper kann uns hier easy... Warte mal, wir rennen mal ganz kurz hier rüber. So. Hauptsache Kia Ling sagt, ja, um die Uhrzeit habe ich nicht so viele Zuschauer, weißt du? Ich bin froh über jeden, den ich hier unterhalten darf. Wenn es nur 5 wären, da muss man sich ja nicht rechtfertigen oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist eine super Geste, sowas immer. Rechts sind gerade Vögel hoch. Ja, rechts müssen auch 2 Parteien gerade sein. Ja, die schießen auch. Lass mal hier hochgehen und gucken. Hier haben wir die bessere Sicht. Geröll. Wenn wir schon einmal hier sind. So, ein bisschen looten zwischendurch. Man wird ja nicht schwerer oder so. So. Wo sind Spieler? Ja, wahrscheinlich werden jetzt mindestens eine Gruppe durchs Wasserlabor pimmeln, ne? Ja, ich denke sogar 2. Na gut, entweder wenn du dahin landest, machst du einen Dschungelrun oder gehst ins Wasserlabor oder Grabungsstätte, ne? Die 3 Möglichkeiten hast du.
Ging nicht um die Anzahl der Zünder, sondern nur darum, dass ich meine Liste an Streamern, die ich raiden mag, sehr klein ist. Ach so! Oh nein! Dann bin ich auch noch so ein Notfall. Nein, Quatsch. So ein Notstreamer gewesen. Nein, Spaß. Notbehelf. Notbehelf. Aber Kialing, was hältst denn du eigentlich mal davon, wenn du mal mit bei uns auf dem Server kommst? Mal so als Aushilfe. Was nur? War Spaß, Mensch. Wir necken uns gerne untereinander, alle Mann. Ara ist in letzter Zeit jeden Tag gemein zu mir, obwohl er nichts Schlimmes macht. Wie kann ich gemein zu dir sein, aber nichts Schlimmes machen gleichzeitig? Ja, siehst du? Da bist du ja schon wieder ziemlich gemein zu mir. Krasse Logik wieder hier. Oh. Da unten hat er ein Akro. Ja, da ist ein Spieler. Hat Schild weg. Ist tot. Haben. Minus. Jo. Ist noch einer? Scheiße, ich muss mit dem Sturmgewehr Leute killen. Ich hab doch nicht mal ein Sturmgewehr dabei. Also, Kialing, spätestens, wenn die Gasthäuser da sind, ne? Kommst du mal mit rein. Und vielleicht raiden wir ja auch mal mit deinem Server. Das wäre da auch mal ganz spannend. Dann setzen wir ein Denkmal bei dir auf dem Server und du setzt ein Denkmal bei uns auf dem Server. Da war er gerade am Abbauen, der Arme. Dass er uns aber auch nicht gehört hat. Ach, weißt du was? Ich muss seine Arbeit vollenden. Wo liegt denn der? Der ist hier irgendwo hingerannt und dann... Ah ja, okay, gut. Der hat Basic Lancer. Ja, genau, bei Server ging es um Dinkum. Oha, der ist einfach auch noch mit legendärem Shit hier rein. Hast du so eine Basic Lancer? Wenn nicht, dann kriegst du... Nee, habe ich nicht. Ja, hier, dann nimm du die doch. Du kannst die gut behalten, also. Okay. Danke. Ein grüner Rucksack, den würde ich tatsächlich austauschen, glaube ich. Warte mal, ich nehme mal kurz seinen. Hä? Auf. Ich habe gedacht, du bist voll equipped rein. Ja, aber ich... Jetzt nimmt er meinen Rucksack. Nein. Ich hab das Max. Ja, ich bin voll equipped rein, aber... Nur mit einem grauen Rucksack, weil ich nichts Besseres habe. Gott, ey. Ich bin hier alles blau rein. Ja, ich habe auch alles blau, bis auf Rucksack. Ja, eben. Alter, die Sniper hat's wieder gebracht, Digga. Ja, ich besitze keinen. Ein blauer Rucksack ist teuer. Das nehme ich auch noch mit. Jetzt habe ich auch einen grünen Rucksack, das ist so super. Mal schauen, wenn wir zur selben Zeit zocken. Also, ich glaube schon, also du raidest ja eigentlich immer, während ich Dinkum spiele. Bin gerade so im Baumodus und schaue viel im Dreck. Das machen wir aktuell auch. Kali baut sich einen riesengroßen Komplex irgendwo hin. Da mussten wir extrem viel Erde auftürmen. Aber es macht irgendwie Spaß. Leider Gottes macht es sehr viel Spaß in dem Spiel zu schaufeln. Oh, vor uns Gegner. Also, komm runter. Komm, die holen wir uns. Okay, ich zieh sie an. Wir gucken einfach mal, ob es passt. Schiff ist unterwegs. Ansonsten kann man ja auf Stream mal schreiben oder so, dann passt das. Dann kann man da ja auch mal... Also morgen wollen wir tatsächlich sogar wesentlich länger spielen. Hast du was gesehen? Nee. Aber da ist gerade einer runtergekommen. Hast du eine Zweitwaffe? Ja. Okay. Mittlerweile sogar... Oh nee. Weil ich habe von dem Typen noch so eine Nagelpistole bekommen. Ja, die kann man ja trotzdem mitnehmen. Die habe ich dabei, ja. Falls du eine brauchst, kannst du sagen. Mhm. Gut, Schiff ist da. Du stehst da sehr, sehr offen. Ich weiß, mache ich absichtlich, um vom Sniper abzulenken. Dass sie zuerst auf mich schießen. Was? Na, du brauchst Zeit, um zu feuern mit deinem Sniper. Und ich ziehe die Schüsse auf mich, damit du Zeit hast zum Ballern. Oder wir gucken da Deckung, ob irgendwer kommt und... Ja, du stehst aber hier mittendrin. Also, die sehen dich direkt.
Na toll. Ein Kilometer entfernt und die Vögel gehen weg. Achso, wir müssten aber auch mal... Kannst ja eh nicht so lange. Dann lass jetzt mal langsam Richtung Felstümpel. Gucken, ob wir dann wegen mir müssen wir jetzt nicht stressen. Also kein ganz gemütlich, ne? Alles klar. Komm, ich halt ein bisschen weniger Alles Schlaf. Klärchen, Kierling. Halt so. Dann gute Nacht, schlaf gut. Schlaf gut. Bettchen ist ja auch extrem bequem. Da geben wir noch gerne hin, muss man sagen. Ich freue mich auch gleich schon aufs Bett. Ich hasse es tatsächlich extrem, schlafen zu gehen. Weil ich habe keinen Bock gehabt zu schlafen. Das ist für mich Time Waste. Aber wenn du einmal im Bett liegst, ist es das Schönste, was es gibt. Das ist für mich genauso. Ja. Weißt du, abends nicht schlafen gehen wollen, früh morgens nicht aufstehen wollen. So ist es. Es ist so paradox. Am liebsten ins Bett liegen und dann eine coole Serie einschalten und dann einfach Serie gucken. Ja. Und die Zeit genießen. Au! Oh Gott, das tut doch weh hier. Ich glaube, links läuft einer. Ich heile mich mal kurz. Okay, ich bleib oben. Komm runter, kannst dich dann auch hochheilen. Okay, komm runter. Au! Bin heiler. Sehr gut. Ja, das ist natürlich die gefährlichste Stelle hier, ne? Hier stehen sie überall und... Nee, das ist mir zu unübersichtlich. Da will ich nicht rein. Also ich kämpfe ja gerne, aber da stehen sie irgendwo auf drei verschiedenen Türmen und machen dich weg. Wir können ja... Warte mal, wo müssen wir raus? Da. Wir können ja über den Dschungel hinten rum raus. Boah, das ist aber eine Riesenstrecke dann. Jetzt muss ich kurz Orientierung finden. Einmal da durch und da hoch. Okay, gut. Einmal hier rüber rennen. So, mal gucken, ob wir hier Spieler finden. Ach komm. Ich höre aber auch niemanden, ne? Ist das da für ihn? Ein roter, ne? Ja. Oh, hier hat aber einer einen gekillt. Vor längerer Zeit. Oh fuck, da ist ein Weißer. Da ist ein Weißer, glaube ich. Wir müssen mal... Ich mache erstmal den hier noch platt. Der hat immer noch gar keine Akku bekommen. Jetzt. Egal, ja, dann machen wir weg. War das ein Weißer? Ja, schnell weg, du. Tatsächlich. Ja, ich hab mit meiner violetten Waffe auf seinen Schwachpunkt geballert. Okay, gut. Und da ist er natürlich instant weg. Naja. Und dann noch mit der Schrotflinte. Ja, klar, gut, nee, dann... Nee, keine Schrotflinte, ich hab Stumm. Nee, ich hab Schrotflinte. Ach so, ja, dann... Ja. Ich habe Schrotflinte und ich habe, und ich habe einen Dämpfer drauf. Na, warte mal, habe ich da noch was anderes? Nee, ne? Naja. Ich habe die Advocate und die Phasic Lancer, die du mir gegeben hast. Nice! Die wir gelootet haben. Ja genau. Ich bin voll, ich kann die nicht tragen. Also ich hätte die tragen können, aber das schöne Loot. Aber Violett ist besser als Blau, oder? Ja. Okay. Dann kommen noch Rot und dann noch Gelb, glaube ich. Ja, das Gelb, das ist das Letzte, das kenne ich ja. Ja. Ah, und hier bei den Pflanzen kann man sich anscheinend heilen, stimmt das? Es gibt so im Kreis aufgestellte grüne Pflanzen. Na, die hier? Da heilst du dich. Achso, ja genau. Die pulsieren immer so. Und mit jedem Puls kriegst du Health. Ah, cool. So, warte mal, ich würde gerne die ungefährlichere Route gehen. Dann geh bitte voran, ich habe keine Ahnung. Also zumindest Monster ungefährlicher, hier können natürlich überall jetzt Spieler sein. Ja, Spieler sollen kommen. Da freue ich mich drauf. Oh, da unten ist ja die Hölle los. Schaffen wir uns eigentlich hier drauf zu springen? Ja, habe ich schon gemacht. Das ist ja Legende.
dann kann man ja. Ah, oh, da hinten ist eine Waffenkiste, da habe ich schon mal eine orange Waffe rausbekommen. Hm, ach, scheiß drauf. So, jetzt müssen wir. Wollen wir ins Schiff gehen? Da können Spieler sein, da können aber auch gefährliche ach komm, wir gucken rein. Macht da keine Veranstaltung draus. Nimm mal ein Messer in der Hand oder irgendwas, damit du schnell läufst. Und dann renn mir hinterher. Nicht aufhören mit Rennen. Sind hinter dir her, haben mich überholt. Hier hoch direkt und einmal hinten durch. Okay. So, da wir zu zweit sind, aimen wir hier ab. Normalerweise kannst du jetzt hier rausspringen, dann verlieren die Diakon und dann bist du hier safe schon mal drin. Okay, der rennt einfach dran vorbei. Oder kommt der nochmal? Okay, der kommt. Angreifen? Ja, der kommt jetzt hierher, da müssen wir, ja. Perfekt. Aber wir müssen aufpassen. Kann sein, dass hier jemand war. Das Monster ist weg. Ja, und die Kisten sind gelootet. Oh, blauer Aussatz nehme ich mit. Okay. Alter, warte mal. Mein Inventar ist, glaube ich, viel zu voll. What's happened? Hä? Du stehst da ziemlich offen. Ich kann dir keinen Schutz geben. Ja, dann ist das so. Dann hab ich Pech. Rückstoß verringern. So, naja, okay, gut. Guck kurz den Hidden Stash an. Wurde der gelootet? Ist nur Kacke drinne. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber was ist denn hier mit den Geldkanister? So, ich gucke mal nach vorne den Hidden Stash an, aber Spieler gibt's hier nicht. So. Der wurde gelootet. Alles klar. So, Sturm zieht auf. Ich würde sagen, wir gehen noch weiter. Wo bist du? Ich bin im Schiff. Unten oberhalb drin. Von dir. Perfekt. Dann lass hier vorne rausgehen, dann gehen wir hinten noch schnell ins gefährlichste Camp, in die gefährlichste Region in dem Spiel. Zumindest auf der Karte. Oh, wollen wir den da fertig machen? Oh, schaffen wir das? Ja, ja. Okay. Perfekt. Bei den Waffen, die wir dabei haben. Okay, weiter geht's. Es ist das Inventar auch voll, haben wir sogar gelootet. So, hier gehen die meisten Spieler hin, wo wir jetzt hingehen. Theoretisch. Ja, das kann ich. Weil da gibt's die krasseste Waffenkiste, da kannst du richtig gute legendäre Waffen rauskriegen. Warte mal, ich hör's mal. Kann natürlich sein, wenn da schon welche drin waren, haben die uns schon längst gehört. Ich weiß halt nicht mehr, wie die aktuellen Spielweisen sind. Normalerweise clearst du hier alles und danach lootest du. Ah ja, Gegner sind noch da, das heißt, anscheinend auch keine Spieler hier. Wollen wir den blauen killen? Hat doch gut geklappt. Ich helfe dir so gut ich kann. Oh nein, weißer. Boah, fuck. Der ist höllisch stark. Oh fuck. Ah! Oh, sorry. Kein Problem. Pussy, er schießt. Ja, hab ich schon getroffen. Okay, der erste ist weg. Den großen habe ich fast. Ja, schieß auch mit drauf. Der ist weg. Perfekt.
So, das Gefährliche ist eigentlich weg. So, jetzt gehen wir hier hoch. Oh nein, Waffen wurde geöffnet. Das ist gar nicht gut. Ist derjenige jetzt hier? Scheiße. Ist hier irgendwo Schrotmuni noch drin? Da, geil. Gut, Schrotmuni verballert. Ah, oh, ein großes. Ein besseres Medikit. Ich bin am Überlegen. Schrotflinte, perfekt. Okay, gut. Ja, hab ich ja wieder guten Schrotmuni. Ja, können wir eigentlich. Sniper-Muni habe ich auch noch gefunden, wenn du was brauchst. Ja, nee, habe ich noch genug. Ich habe erst, glaube ich, 2 Schüsse weggemacht. Beide Schüsse. Der Dude war weg. Wenn du mittlere Munition hast, dann kann ich immer brauchen. Habe ich hier irgendwo hingeschmissen tatsächlich sogar. Aber warte mal. Ah, die habe ich schon aufgenommen. Achso, gut. Ich habe aber. Hier auf dem Boden. Achso. Habe ich leichte Muni? Und Schrotflintenmunition habe ich auch noch gefunden. Ja. Ja, die kannst du ja droppen. Können wir ein bisschen hin und her stecken. Alles klar. Ja, ich will ungern eigentlich hier im. Wie weit ist es denn bis dahin? Im Ausgang schaffen wir es nicht mehr. Nee. Ich gucke, ob hier drüben vielleicht ein Spieler kampiert. Oh, überall die guten großen Medikit-Kästen. Hä? Wo? Da drin? Ja. Die grünen. Krass. Nehme ich mit. Ich gehe ins Nachbargebäude rein. Oh. Ich wurde abgeballert, fast tot. Rein, rein, rein hier hochheilen. Mach zu, wir gehen hoch. Oder ja, heil dich erstmal. Oh, da ist er. Der rennt hier draußen rum. Ist fast tot. Ich bin tot. Der hat nichts mehr. Geh rein. Ja, super. Wo ist der? Eigentlich vor der Tür. Oder warte bis der. Achso, der weiß, dass wir zu zweit sind. Alter, der hat halt nichts mehr, der Dude. Krass. Ist keine Chance. 2 Schuss und weg. Alter, der hat 3 Schrotflinten von mir abbekommen. Ich hab dem 78, ja, noch einen Schuss und er wäre weg gewesen eigentlich. Ich habe ihn 5-mal getroffen. Alter, was? Der hat mir 2 Schuss gegeben und ich war weg. Ich hab dem 78 gegeben, der kann nicht mehr als einen Schuss ausgehalten haben. Alter. Ja, schade. War doch ein schöner Run. Ja. Das ist normales Frontier-Erlebnis. Ja. So läuft das. Naja gut, haben wir maximalsten Verlust gehabt heute. Hat Spaß gemacht, aber ich glaube es ist schon. Oh, es ist 1:06 Uhr, schon wieder viel zu spät. Mhm. So. Geht schnell. Wir verpimmeln uns, aber es hat ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es. Das Feeling, die Waffen und alles ist richtig cool, aber einfach, ich weiß nicht, wie kämpfen, ich verliere immer. Ja, in der Regel, ja, also bei uns ist es in der Regel immer 50-50, aber ich meine, was heißt, wir verlieren immer? Ich meine, wir haben 2-3 Leute heute gekillt, ne? Ja, ich habe nur einen gekillt, weil du ihn total down geschossen hast, ne? Ja, naja, weiß ich nicht. Ich habe leider nicht geguckt, aber ich glaube, wir haben ungefähr Hälfte bei dem ersten gemacht. Da habe ich am Anfang, da habe ich am Anfang gut getroffen und die restlichen Schüsse habe ich komplett versemmelt am Ende. Aber der war natürlich auch perfekt, ne? Wir schön von hinten, er musste sich umdrehen und wir hatten die höhere Position, also war einfach alles perfekt. Der zweite jetzt gut, war ein bisschen, der wusste nicht, dass wir da sind, wollte gerade abbauen, der hat erstmal einen Sniper-Schuss bekommen, aber wahrscheinlich schon klinisch tot und dann schießt du noch drauf und dann connected noch der letzte Sniper-Schuss. Schwierig. Und den hätten wir. Keine Chance. Und der war halt auch one. Also den hätten wir jetzt auch fast weg gehabt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe nicht mitbekommen, dass er mich getroffen hat. Ich habe den getroffen, dann habe ich den nochmal getroffen. Mit einmal habe ich gehört, wie ein Herz ganz schnell schlägt. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass er mich volle Kanne getroffen hat.
Ich hätte natürlich auch zurückrennen können, mich erstmal heilen können. Aber ich denke, das hätte noch etwas auf mich warten sollen. Dann hätten wir zusammen auf den gehen können. Das ging ja nicht. Das ging ja nicht. Der ist ja direkt reingestürmt. Der ist ja. Du bist neben die Bank, hast dich hingehockt, hast dich angefangen zu healen, das hat er gesehen, da ist er direkt zur Tür und hat die aufgemacht und hat reingeschossen. Genau, dann hättest du einmal auf ihn ballern können, zurückgehen und dann ihn reinkommen lassen, dann hätte ich von der Seite auf ihn ballern können und du hättest wieder drauf gehen können. Ja, genau, ja. Hätten wir ein bisschen in die Zange nehmen können, ne? Aber das sah nicht so aus, als wollte der flüchten, ich weiß nicht. Also der ist immer so links, rechts gestraft und hat halt, aber ja klar, nachdem ich den ersten Treffer der hat halt schöne Treffer bekommen. Wie gesagt, 78, der hatte halt noch 22 HP. Ja, von mir auch, von der violetten Waffe noch am Schluss noch 5 Treffer und er holt mich weg. Also, Alter, was, wie hat denn der sich hochgehealt? Ich weiß es nicht. 5 Treffer? Krank. Weiß nicht, wie sowas geht. Lass das nochmal machen. Macht Spaß. Ja, wir können gerne noch mehr spielen, ja klar. Vor allem das Coole ist, wenn du so mit Bora spielst, der rennt halt immer irgendwo anders lang und, das ist schwierig. Aber das war jetzt, das hat gut harmoniert, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wenn du da noch ein bisschen. Das Ding ist, ich habe auch gar keine Essenz mehr für das Game. Ich höre irgendwas und realisiere es gar nicht. Wie der eine. Der mich davor die Runde erschossen hat. Ich habe ihn zwar gehört, dann habe ich kurz überlegt. Dann dachte ich mir, Moment, irgendwo da oben. Dann gucke ich da hoch und dann sehe ich schon, wie er auf mich schießt in dem Moment. Damals hätte ich. Das gehört, hätte hochgeguckt und hätte halt geschossen. Hätte wahrscheinlich fairbei geschossen, aber ich hätte viel schneller reagiert, weil da konnte ich die Geräusche noch zuordnen. Jetzt. Ja, am besten, wenn man einen Spieler hört und mit anderen unterwegs ist, sofort sagen, ich höre einen Spieler. Auch wenn man nicht weiß, aus welcher Richtung, dass der andere auch direkt sucht. Ja, genau. Ja, die Richtung hört man in der Regel. Die Frage ist halt immer, ob es wirklich ein Spieler ist. Ja, klar. Nee, nur wenn du hundertprozentig weißt, oh, ich habe einen Spieler gehört. Ja. Aber der jetzt gerade zum Schluss, der ist darauf trainiert, Leute zu handeln. Hast du richtig gemerkt? Du hast dich gehealt, der springt durchs Fenster, sieht, der hielt sich und dann ist der sofort zur Tür und hat angefangen, in den Hunting-Modus überzugehen. Also der war darauf ausgelegt. Der macht nichts anderes. Ja, wir hätten ihn da einfach besser zusammen attackieren sollen. Ja, das stimmt. Dann hätten wir ihn reinkommen lassen sollen und zusammen in die Zange nehmen. Das war halt ärgerlich, dass er den ersten Schuss hatte auf dich, weil ich habe gar nichts gehört. Es hat geregnet, ich habe nichts gehört. Er war halt einfach da. Das Erste, was ich von ihm mitbekommen habe, war der Schuss auf dich. Genau, ja. Das war unser Problem. Also den hätten wir locker wegbekommen, glaube ich. Hätten wir den entweder zuerst gesehen oder gehört. Oder, hätte ich nur einmal drauf geschossen, ja. Wir hätten gemeinsam kämpfen müssen. Du hast halt zuerst alleine gegen ihn gekämpft, dann konnte er sich hochheilen wahrscheinlich und dann hat er wieder alleine gegen mich gekämpft. Und alleine haben wir anscheinend keine Chance gegen diese Typen. Oh, das Heal dauert schon lange. Hast du ein Heal-Geräusch gehört? Gar nichts. Ich habe ihn auch rechts und links gehört. Kann es sein, dass es 2 Spieler waren? Also ich habe nur einen gesehen die ganze Zeit, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, also... Die Matches sind ja, also wenn du ein Dreier-Team bist, triffst du ja häufig gegen Dreier andere Teams. Kann natürlich auch mal ein Zweier sein. Kann natürlich auch sein, dass ein Einer kommt. Kann aber auch sein, dass ein Einer aus dem Dreier-Team nur noch lebt. Kann alles sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du in einem Zweier bist, ist es höher, dass auch andere Zweier-Teams mit joinen, ja. Ja, oder Dreier häufig eben. Ja, wenn du Solo bist oder Zweier, kann natürlich auch ein Dreier-Team joinen, ja, aber muss nicht zwingend. Die probieren das schon so zu matchen halbwegs. Nee, ich glaube, es ist immer gemischt, oder? Ne, die haben schon ein Matchmaking-System drin. Sowohl die MMR wird eigentlich beachtet, als auch die Teamgröße. Natürlich nicht immer, klar. Das habe ich bisher gar nicht gemerkt. Ne, doch. Also, immer wenn wir Fullteam unterwegs waren zu dritt, haben wir auch fast oder eigentlich nur Dreierteams als Gegner gehabt. Ja. Und wenn du alleine unterwegs bist, siehst du maximal mal ein Zweierteam. Also ich hatte auch schon mal ein Dreierteam als Gegner alleine, aber das ist so selten. Oder bei mir zumindest. Vielleicht hast du auch eine krass hohe MMR, dass du auch gegen Dreierteams gematcht wirst. Aber ich glaube, da kannst du MMR haben, wie du willst, ein Dreierteam ist taktisch überlegen. Also wo ich damals, wo es rausgekommen ist, wo ich gespielt habe, alleine Solo-Missionen gefarmt habe ich eigentlich nur gegen Dreierteams gekämpft. Nur. Okay, krass.
Also ich habe vielleicht mal ein Zweier-Team gesehen, ja, aber sonst nur Dreier-Teams. Niemals ein Solo, immer Zweier oder Dreier. Wird immer von vorne und hinten oder von rechts und links oder von vorne, hinten und rechts und links und immer gleichzeitig von allen Seiten angegriffen. Naja. Und Drei Leute dann habe haben nicht ich. mal den Skill von Ara. Was für ein Lob, Alter. Geil. Und dann habe ich mich einfach nur noch versteckt, habe gar nicht mehr gekämpft, bin mit null rein und bin voll equipped wieder raus, weil ich mich einfach immer versteckt habe und die mich nicht mehr gefunden haben. Ja. Das Und das meine ich war's halt auch. dann. Also in dem Spiel, weil Kali sagt ja auch, das spielt sie nicht, weil sie ihr Loot immer komplett verliert. Wenn du rauskommen willst, kommst du immer raus. Bin ich der Meinung. Also es kann auch mal, A, kannst du auf Hacker treffen, gut, dann hast du keine Chance. Du kannst auch mal unachtsam einfach rennen und wirst eventuell erschossen. Aber wenn du willst, kommst du meines Erachtens nach zu 95% immer raus. Also wenn du überleben willst, dann darfst du in dem Spiel sowieso niemals rennen. Ja, Nie. ja, ja, Das genau. ist der Tod. Ja, es gibt schon Passagen, da kannst du es, aber irgendwann kennst du dich aus, aber hast schon recht, klar. Also überwiegend schleichen oder normal laufen. Bei Regen kannst du definitiv normal laufen, weil dann hören dich die Normal anderen nicht laufen so geht weit, super, ja. genau. Aber wenn perfektes Wetter ist, schon an diversen Stellen halt auch schleichen. Gerade bei so, wenn du draußen irgendwo bist. Ja, das Ding ist, in dem Spiel hört man den Gegner sehr schnell. Richtig, genau. Ja. Und wenn du durch die Gegend rennst, alleine und dich verstecken willst, wenn du jemand hörst, bist du schon lange zu spät. Ja. Ja, auch so. Also ich bin schon so vor anderen Teams weggerannt und die kriegen dich einfach nicht. Messer in die Hand und dann lossprinten. Also wenn du Ja, flüchten ja. willst, klar, es gibt auch manchmal so Sniper-Profis. Da kannst du auch einen Zickzack rennen, der kriegt dich. Ja, es gibt ein paar Orte, da kannst du dich einfach nicht verstecken. Die kriegen dich jedes Mal. Aber sonst auf dem Level hast du wirklich immer die Möglichkeit, dich zu verstecken oder Ja. abzuhauen, ja. Ich weiß noch, dass einmal da haben mich irgendwelche russisch sprechenden Menschen verfolgt. Ich hatte einen guten Vorsprung, ich habe das Messer in die Hand genommen, bin gerannt, 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 gerannt und die haben dann über Voice Chat, die wurden immer lauter, die haben mich eingeholt. Ich bin geradewegs einfach gerannt, schnellstmöglichen Weg, die haben mich eingeholt und haben währenddessen auf mich geschossen. Also die hatten quasi eine Waffe in der Hand und ich bin mit dem Messer weggerannt. Gibt es nicht auch Rüstung und Zeugs, was dich schneller laufen lässt? Nein, es gibt Rüstung, damit du länger Ausdauer hast. Beziehungsweise schneller Ausdauer regenerierst. Das gibt es tatsächlich. Mehr Ausdauer, ja. Aber nicht schneller laufen, das geht nicht. Ja, ich denke, die hatten sowas irgendwie, das. Keine Ahnung. Gibt auch Aber Hacker. es gibt sicher auch Hacker, Ja, also das gibt es in also jedem Spiel, das in jedem Spiel war ja PvP. leider sehr verseucht. Also die Hacks in dem Spiel sind ja so, dass du sogar auf der ganzen Karte sehen kannst, wer welches Equip hat und dann farmen die Hacker quasi die mit dem wertvollen Equip ab. Ja, genau. Das war ja so das schlimmste Hack hier in dem Game. Das hatte ich auch mit meinem Bruder. Da sind wir full equipped, das erste Mal full equipped mit violettem Zeug und blauem Zeug rein und instant am Start abgefarmt worden. Ja. Also wirklich direkt weg. Ja. Wir konnten 2 Meter laufen, haben ein Vieh gesehen und dachten, oh nee, das ist zu stark, da gehen wir besser nicht hin. Drehen uns um und werden direkt Ja. Ja, das ist. War krass für mich zu hören, dass es sowas gibt. Also, dass man explizites Inventar von den Leuten sehen kann und die dann explizit haben kann, das ist schon krass. Also, schon allein, dass das vom Spiel her möglich ist, dass so. Also, was geben die. Ist für mich schlechtes Netcoding. Also, du kannst ja auch. Klar, die fangen Pakete ab und die Pakete analysieren das. Aber das muss man ja. Ich bin immer der Meinung, man kann alles so programmieren, dass es sicher ist, auch für Netzwerkspiele, dass du nicht mal ein Anti-Cheat-Programm brauchst. Es geht alles auf die Performance des Servers, aber okay, bei einem Valorant 5 gegen 5 kann ich mir sogar vorstellen, dass du noch nicht mal eine Anti-Cheat-Software brauchst, weil klar, dann kannst du weniger Server hosten, aber du hast es relativ cheat-sicher. Das geht halt dann einfach auf die Server-Performance, weil der Server muss halt viel selber machen. Der muss halt Pakete extra prüfen, dies und das. Kannst sehr viel machen. Ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Aber dass ein Spiel so viel preisgibt und dass man so ein krasses Hackprogramm machen kann, weiß ich nicht. Und die haben ja auch eine Cheat-Software dahinter.
Eine Anti-Cheat-Software. Ja, das ist wild in dem Spiel. Das gibt halt einfach gar kein Geld, ne? Also, wenn die dafür sorgen müssten, dass es keine Cheater mehr in den Spielen gibt, müssten die Millionen dafür ausgeben. Und ja, das wollen die halt nicht. Das ist nicht lukrativ. Und deswegen machen die einfach das absolute Minimum. Das Ding ist, Gegentheorie, da habe ich mich auch mal mit auch ziemlich schlauen Menschen mit meiner damaligen Set-Reunion-Gruppe, mit dem Kiwi und sowas im Becks unterhalten. Oder auch die Nüfterboys sind, glaube ich, auch derselben Meinung. Dass das gegebenenfalls unter anderem von den Entwicklern auch erwünscht ist. Sowohl Smurf-Accounts als auch Hacker, weil sich die Leute extra Accounts dafür holen und gegebenenfalls, okay, jetzt hier in dem Spiel ist es halt kostenlos, aber es gibt halt Spiele, da zahlst du Geld für und die holen sich extra Accounts dafür, zahlen auch gegebenenfalls in dem Spiel irgendwas, nur, also die verdienen damit halt auch ein bisschen Geld, ne, mit Smurf-Accounts und sowas. Glaube ich sofort. Mit Hackern. Klar. Und da ist halt, klar, bei Hackern bin ich mir nicht so sicher, aber bei Smurf-Accounts glaube ich die Theorie sofort, dass die auch gegebenenfalls nichts gegen Smurfs machen wollen, gerade weil es halt Geld bringt. Aber bei Hackern, klar, auch wenn einer gesperrt wird, mal so ein Hacker, gut, dann macht er sich ein neues Profil und investiert wieder Geld. Das klingt plausibel, auf jeden Fall. Ja. Man sagt auch, die Hersteller verkaufen den Hack gleich selber. Ja, genau. Also, ja, bei dem Spiel muss das ja so sein. Also, wer macht denn so ein perfektes Hack-Programm? Du musst ja die Pakete analysieren, du musst wissen, was was ist. Und dann musst du ja, also, das ist krass in dem Game. Ja, stimmt. Und so Hack-Programme, die kosten ja auch nochmal Geld, ne? Zahlst ja auch teilweise. Da machst du auch wieder Geld, Monat, ja. Einfach eine Scheinfirma von der Firma vom Game und ja, die bieten dann die Programme an. Da kannst, wenn du willst, alles treiben. Also warte mal, bei Riot ist ja auch alles möglich. Alle auf der Karte überall sehen, wohin der Gegner schaut. Ausrüstung und vieles mehr, zumindest in LoL. Alter, okay, da kannst du, wenn du willst, alles treiben. Die Daten sind vorhanden, Alter. Okay, krass. Mhm. Ist halt schwach. Ja, ich kenne verschiedene Spiele, wo das möglich ist. Traurig. Naja gut, ich muss den Stream beenden. Leute, Kali ist jetzt schon rübergegangen. Ara hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich würde sagen, morgen mache ich Terrorbane weiter und dann mal ein bisschen früher, so vielleicht 22 Uhr, Dinkum. 3 Stunden mal durchziehen oder so. Da schaffen wir 4-5 Tage. So der Plan. Dann Ara, gute Nacht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Gute Nacht, vielen lieben Dank, tschüss. Jo, tschüss. So, und auch an den Chat, liebe Leute. War wunderbar. Euro, Fami, alle, die jetzt noch da sind, Gandalf ist auch noch im Stissel, ne? An alle Lurker da draußen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir gehen diesmal in den Ending Screen und machen irgendeine krass epische, wilde Musik rein. Video gucken, Leute. Wenn ihr jetzt noch ein Video braucht zum Einschlafen, Serie TFK. Serie angeschaut, heißt der Kanal. Serie angeschaut, das Grenzgebiete-Video angucken. Und wie gesagt, gerne auch kommentieren. Sowohl Positives als auch Negatives. Ich würde mich sehr freuen. Und ich bin weg. Nachti, Leute, Nachti. Ich bin hier im falschen Programm. Wie soll ich denn so einen Ending Screen? Da, Nacht. Yeah! Zero TFK! Bah!